Jo, Leute! Leute, heute ist einfach Hochspannung. Und es ist einfach bei uns Lebensgefahr. Okay. Wir haben ein bisschen, heute sind es einfach fucking nochmal. Minus. Sagt man nicht. Heute sind einfach minus 13 Grad heute Morgen gewesen. Also arschkalt die Nummer. Jetzt sind es, glaube ich, noch so minus, weiß ich nicht, 9 Grad, glaube ich. Und was heißt das? Alles Eis. Alles Eis. Alter, wir haben hier komplett einmal Eis lang. Bruder, jetzt wird hier ein bisschen geslidet, gerutscht und alles drum und dran. Let's go! So, also, wir haben uns die erste Sache überlegt. Wir werden jetzt von hier, Fabi steht hier mit der Kamera, und wir müssen, weil hier geht die dicke Eisschicht, also die gut rutschige Eisschicht los, und wir schauen halt, wie lange wir rutschen können, und sozusagen eine kleine Challenge, wer am längsten rutschen kann. Ja, also wir steigen vom Fahrrad ab. Wir springen vom Fahrrad ab, oder ja, wir springen schon vom Fahrrad ab. Oder wir steigen ab, beim Fahren aber, und springen dann danach wieder rauf. Beim Fahren. Okay, let's go. Der Fabian beim Aufwärmen. Digga, Fabi, was? Wir haben es vergessen, Leute. Du, meine Fox ist wieder da. Oh mein Gott, Digga, es sieht echt. Meine Fox ist einfach vom Service wieder da. Es sieht so crazy, Digga, aus. Es ist so ein krankes Bike. Es wird auch ein Bike-Pong gehen, aber nicht in diesem Video. Das machen wir mal in einem anderen Video. Okay, aber jetzt fangen wir an. Fabian, meine Fox ist wieder da. Fabian, leg los. Okay, Fabian fährt an den Start. Ich hab richtig Schiss davor. Okay, ich mach jetzt erstmal ein. Digga, du bist viel zu schnell. Er ist viel zu schnell. Ja, wahrscheinlich. Geil. Oh mein Gott. Er hat einfach gemacht, Digga. Er hat's gemacht. Ich will noch weiter. Okay. Ja, ich fahr noch mal. Also wirklich, so eine Videos machen so heftig Spaß, so eine Scheiße zu drehen. Das ist so geil. Okay, Fabi. Okay, Leute, jetzt macht Christian seinen zweiten Try, Junge. Ja. Yo, geil. Die versucht gerade da hinten zu starten. Maschine. Oh mein Gott, was Rauch, Digga. Oh mein Gott, Fabi, knapp. Okay, knapp. Dritter Versuch. Ich kann das aufnehmen. Ich habe richtig Schiss davor. Ich mache das nicht so weit wie Christian und so schnell. Aber jetzt macht Christian noch mal was rausballern. Leiden, bevor ich hier meinen Versuch ansetze. Potsdamer Natur, die Füchse sind sogar in Potsdam unterwegs. Sehr zutraulich. Oh mein Gott, so ein Feind. Ui. Yo, wie schnell er ist. What the fuck, Junge? Was? Bist du Bordschenker? Yo, wie weit, Digga, Alter. Einfach von da hinten. Yo, was ist da? Der Schnee bremst dir so ab, Digga. Ich hätte noch weiter, aber ich war maximal okay, schnell. Okay, nächste Challenge. Nächste Junge. Challenge, Junge. Okay, Leiden. Wir machen jetzt den legendären 180 Drift Slayer. Oh mein Gott. Junge. Alter, gönnt euch einfach mal die Vereinten. Digga. Wenn ich hier reinfitte, gönnt euch mal, wenn ich hier reinfitte. Und auch hier, Digga, es ist so krank vereist. Okay, Fabian, legen Sie los. Okay, drei Versuche hat jeder. Digga, wisst ihr, was heute das Problem ist?
du hast keine Kontrolle darüber richtig, weil nicht nur dein Hinterrad rutscht, dein Vorderrad rutscht auch. Du musst dein Vorderrad auch richtig. Wenn ich noch fünf Versuche, du hast jetzt noch drei. Hat jeder von uns 5 Versuche, das ist realistisch. Digga. Oh, mein Vorderrad ist zuerst weggerutscht. Mann, das nervt. Scheiße, letzter Try. Alles okay? Oh, das ist voll hartes Eis. Ja, nö, ach wirklich? Wirklich? Okay, jetzt bin ich dran. Scheiße. Shit. Okay, let's go, Chrissy. Ja, ich hab Max in der Schiss. Ja, das meine ich doch. Oh mein Gott, ist das gefährlich, Digga. Das meine ich doch. Dein Vorderrad rutscht richtig hart. Das ist ja so unnormal. Hashtag gefährlich jetzt hier einmal. Hashtag gefährlich. Scheiße, ich hab richtig Angst. Digga, das ist unmöglich. Das geht so nicht, Digga. Weißt du, wie gefährlich das ist? Nix. Digga, ich sterbe jedes Mal, mein Vorderrad. Nix unmöglich. Ey. Okay, letzter Try von Chrissy. Okay, bei mir war es auf jeden Fall besser. Definitiv aber. Ey. Hey Leute, jetzt machen wir vollkommen die Bremse ziehen und dann sliden wir. Wir gucken auf First Tee, wer es weiter schafft. Wir machen nur einen Try, einen einzigen. Bis hier. Halt drauf. Hä, was darfst du für eine Scheiße, Digga? Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Ja, keine Ahnung, kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, Christi kommt da angerollt, Junge! Ja, er hat es natürlich wieder weiter als ich geschafft, ey. Keck! Leilen! Letzte Rutsch-Challenge, würde ich mal sagen, oder? Ja. Wir machen jetzt den hier. Wir springen vom Fahrrad ab. Und dann springen wieder rauf. Und wer es weiter schafft, wieder. Okay. Nein, ich fange an. Let's go. Der gibt halt so viel Yummi, Digga. Er hat so viel Eier, Digga. Ich werde wieder verlieren. Ich werde niemals so hart schnell fahren, Digga. Das traue ich nicht. Ich habe voll Angst. Ich zählt nicht. Scheiße. Zählt nicht. Bitte schaff's nicht, bitte schaff's nicht, bitte schaff's nicht. Yo. Alter, dies ehrenlos, das werde ich niemals so weit schaffen. Ja! Oh mein Gott! Ich glaube an Fabi, dass er es jetzt mal schafft, mich auch mal zu schlagen, weil man hält ja sich so gut am Lenker. Okay. Er kann sich am Lenker sehr gut festhalten, du hast ja damit noch mal Fahrrad, also Fabian wird jetzt mal loslegen, ne? Schneller! Digga, was? Das kann ich ja gar nicht, du bist so hässlich. Au! Du blöder! Okay, Leute, ich gebe auf gegen Christian. Er ist nämlich ein Kegel. Und wir gehen jetzt zum nächsten Spot und dann machen wir ein paar Tricks. Leute, wir wollten euch mal hier unsere Präsentation mal mitteilen. Und damit wir nicht mehr leben müssen, abonniert unseren Kanal, damit wir nicht unter der Scheißbrücke leben müssen. Yalla! Der Fabi, der macht jetzt hier so hoch. In unserem Wohnzimmer. Der Fabi fährt jetzt hier so hoch. Und dann einfach rückwärts wieder runter. Aber das Schwierige an der Situation hier ist halt,
dass hier halt so eine Kante ist. Und wenn ich nicht. Doch, heute haben wir ganz schön rum. Ja. Oh mein Gott! Digga, ich hätte gerade voll erschrocken. Ja, das ist ein bisschen kacke an unserer Wohnung. Die Fenster, die sind nicht so gut isoliert, da hört man die Bahn so stark. Genau, die fährt nicht über uns rüber, sondern das liegt hier an unseren Fenstern. Ja, Leute, Fabian fährt jetzt so rum wieder runter. Let's go. Jo. So, Leute. Ich knall jetzt meinen Kopf gegen unsere Wohnungsdecke. Mir tut's leid um unsere Tapete, aber sie muss jetzt runterleiden. Guck mal, das ist ein kleines, süßer Enter. Digga, Fabian, komm schnell her. Komm schnell her. Digga, wenn das jetzt so satisfying wird, wie ich das immer den TikTok sehe, Digga. Hier ist einfach so ein Eishappen. Digga, der geht niemals raus. Scheiße. Oh! Digga, mein Herr ist richtig knackt, Digga. Er hat richtig die Decke geknüpft. Alter! Geil! So, Leute, jetzt machen wir die Fakey Challenge. Von da oben wird gestartet. Hier runter, über das ultra heftig, krass große Eisloch und dann geht's unter der Brücke weiter an meinem Rucksack vorbei, den ich gleich wegräumen werde. Das halt doch nicht an meinem Rucksack vorbei. Bis gleich. Ja, okay. Bis hierhin merken wir uns. Okay, aber nochmal. Jo. Was war denn jetzt da, was mich da aufgehalten hat? Ein Maulwurfshügel. Ja! Jo. Ja, 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 ja. Und rum. Ja. Ja. One try, man. Last try. Oh mein Gott. Scheißlauf. Fabi hat gewonnen. Auf jeden Fall in der Challenge. Okay, Leute. Christian macht jetzt ein, hier. Flat, Tire Grab. Sonne geht auch schon unter, Alter. Sie ist fast weg. Wir müssen uns beeilen. Yo, war berührt, ja, oder? Ja, ich will ihn aber auch nicht machen. Der sah schon gut aus. Oh, geil. Der war besser. Der war nice. Der Fabi, der macht jetzt einen Pull-Up-Bar to Oppo Pull-Up-Bar. Und die Sonne geht unter. Schön. Yo. Yo. Ah. Es ist eiskalt. Und Fabi macht jetzt den Pull-Up-Tour Oppo Pull-Up-Bar. Oh Gott. Und den Oppo Pull-Up-Bar. Fail. Fail. Pull-Up. Oh, ich bin von der Pedale gerutscht, Digga, weil die so voller Eis ist. Leiden. Es ist sehr rutschig. Und gib den scheiß Behinderten-Trick auf. Weil, Digga, ich slide die ununterbrochen auf den Pedalen rum, weil ich keinen Grip mehr habe. Ich habe keine Metallpedalen. Ich habe Scheiße nochmal.
Plastikpedal, wo einfach Eis drauf ist. Okay, Fabi, beruhigen Sie sich bitte. Es hackt so ab. Wir müssen uns so hinstellen, damit wir die Sonne in die Fresse bekommen, die noch ein bisschen da ist. Ja, und es ist schon dunkel, Winter ist nicht. Ich glaube, das Video ist ganz lustig geworden. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Wir müssen gucken, wie wir die nächsten Videos machen, weil das Video war schon fast unmöglich. Über die Weihnachtszeit ist schwierig, es ist dunkel, Es ist Minusgrade, es ist einfach alles kacke. Und nochmal danke Leute, lasst ein Like, lasst ein Abo da, euer Support ist gerade einfach nur traumhaft. Leuten, wir haben euch lieb. Tschüss. Und ciao.